Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bist du da, Helga? Ja, was ist los? Hast du das von Scholz gesehen? Nee, ich schlafe immer ein, wenn der redet. Aber dieses... Wer nicht? Bild! Was denn für ein Bild? Na, wo der Scholz einen Joint raucht! Wie bitte? Der hat einen Joint geraucht, der Kanzler! Deswegen ist der auch immer... Mann! Immer so ruhig. Und das soll ein Vorbild sein. Ist doch sowieso bald erlaubt. Ich konnte das gar nicht glauben, als ich das gesehen habe. Ja, weil das wahrscheinlich auch nicht echt ist, Moriane. Doch, ich habe das doch gesehen. Das kann aber durchaus sein. Heutzutage ist ja alles möglich. Auch ohne, dass es echt ist. Ist nicht echt. Mein Augenarzt sagt, ich habe Augen so gut wie eine Kuh. Wie eine Kuh? Ja, habe ich mich auch erst gefragt. Das sind aber bestimmt schlecht. Wundert aber, anscheinend haben die gute Augen. Ja, dann musst du mit deinen Kuhaugen doch mal ein bisschen besser hingucken, Moriane. Das war bestimmt eine KI, die das Bild gemacht hat. Eine KI? Na, so eine künstliche... Ey, ich muss aber sagen, die KI wird mittlerweile echt krank. Intelligenz. Was ist das denn? Weißt du nicht, was das ist? Nee, noch nie gehört. Also... Die künstliche KI entwickelt sich schneller, als Menschen sich entwickeln können, Alter. Was ist da los? Ich erkläre dir das mal. Was macht die? Die macht so Bilder. Mhm. Und die macht auch so, so Texte. Echt? Die macht sogar teilweise Musik, macht die sogar schon. Musik. Habt ihr mal bei ChatGPT versucht einzugeben, schreibt mir einen Song oder ein Drehbuch? Da kommt nur Müll bei raus, finde ich. Auch? Ja. Und die wird auch immer, intelligenter. Hat die Abi in Bayern gemacht oder was? Nee, anders. Wer ist denn KI? Hast du ein Bild von der? Das ist kein Mensch, Moriane. KI ist so... Das ist so... Verstehe ich nicht. Ist auch schwer zu erklären. Wo ist die denn? Die ist... Die ist im Computer drin. Ja. In so einem Chip. Chips kann ich nicht, ist zu viel Salz drauf. Da dann nimmst du Salz los und Chips, Mann. Gibt's sowas? Jetzt musst du dir vorstellen, ein Lebewesen drin. Im Chip. Ja? Das lebt aber nicht. Leicht falsch zu verstehen. So. Also nur ein Wesen? Ja. Ohne Leben? Ja. Und die macht dem Scholz einen Joint hin, Mann? Wenn du dem Wesen sagst, macht das mal, dann macht das das auch sozusagen. Das ist ja gruselig. Das wird noch viel gruseliger. Bald ist das soweit. Das dauert nur noch ein paar Jahre. Dann kann eine KI eine noch intelligentere KI schaffen. Und diese KI ist dann so intelligent, dass sie noch... intelligentere künstliche Intelligenz. Mann, du. Das wird ja krank, Alter. Die KI erschafft sich dann selber. Boah, das wird heftig. Weißt du, was ich meine? Nun bin ich raus. Unsere Autos werden irgendwann ganz alleine fahren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Gibt's doch eigentlich schon, oder? Bloß bis die in Deutschland zugelassen werden, gibt's in den USA Schwebeautos. Woher weißt du denn das alles? 97 habe ich mal eine künstliche Intelligenz erschaffen. Darf ich aber jetzt nicht drüber reden. Och, ja, macht's aber trotzdem. Jo, 97 hat so eine künstliche... Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Hey, go. Na gut, DJ Bobo. Was ist mit dem? Ja, den hab ich entwickelt. Was? Der ist... Den hab ich entwickelt! Oh mein Gott, gibt's den überhaupt noch? Der ist eine künstliche Intelligenz. Du spinnst. Guck ihn dir doch mal an, wie der ist. Perfekter Tänzer, perfekter Musiker, unglaublich sympathisch. Wahnsinn. 3 Jahre habe ich an dem programmiert. Hast du noch mehr entwickelt? DJ Bobo war mein 2. Versuch. DJ Bobo. Der erste Versuch ist ein bisschen, der ist mir misslungen. Wer war denn? Ja, der sitzt jetzt wahrscheinlich bei uns ganz oben in Berlin. Die misslungene KI. Mein erster Programmierversuch. Claudia Obert. Ach du Grüne. Immer irgendwelche Programmfehler, ständig irgendwelche Systemabstürze. Ich geh jetzt rein, bisschen DJ Bobo hören. Ich muss auch, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Hackfleisch mit Nudeln und Tomatensauce. Kann ich nicht. Aber bei Tomatensauce ist doch auch nicht was Gesundes. Das müsstest du doch abkönnen. Ist doch reines Gemüse, sag ich mal. Krieg ich Akne von. Ja, dann gute Besserung. Hackfleisch ist reines Gemüse? Warte mal, irgendwas ist hier falsch. Okay, gut. Ja, look that, look that. Hey, warte mal, das heißt ja, ich könnte jetzt vegan werden und darf trotzdem Hackfleisch weiterfressen. Oh, geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.